Ein DFB-Pokal-Klassiker wartet auf uns. Ein herzliches Willkommen zu dieser Partie vom 13. Januar 2021, Ortszeit 20.45 Uhr. Wir sind im Holstein-Stadion. Wir sind beim Zweitrundenspiel zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern München. Ein Duell, das von der grundsätzlichen Konstellation eigentlich eine klare Sache sein dürfte. Der FC Bayern als Rekordpokalsieger und als die Mannschaft, die den Titel verteidigen möchte, die letzten 20 Jahre immer ins Achtelfinale gekommen. Heute möchte man das gegen die Kieler wiederholen, die dafür immerhin in der zweiten Liga eine aktuell wirklich gute Rolle spielen. Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder aus Hannover, unterstützt von Dr. Jan Neitzel-Petersen und René Rode an den Seitenauslinien. Christoph Günsch ist der vierte Offizielle. Und wir sehen die beiden Kapitäne Manuel Neuer bei den Bayern, Hauke Wahl bei den Störchen. Schneller Blick auf die Mannschaftsformationen. Bei den Kielern beginnt Johannes Gelius im Tor, vor ihm eine Viererkette mit Yannick Dehm, mit Hauke Wahl, mit Stefan Teska und Johannes Vandenberg, Jonas Meffert auf der 6, Alexander Mühling und Finn Porath auf den Halbpositionen, Finn Bartels, Jae-Sung Lee und Joshua Mees auf den 3 Positionen vorne. Bei den Bayern Manuel Neuer am Tor, vor ihm Alfonso Davies, Lucas Hernandez, Niklas Süle und Bounassar, Kimmich und Tolisso auf der Doppel-6, Sané, Müller und Musiala hinter Serge Gnabry. Man sieht es, Corona-Beschränkungen ließen damals Zuschauer bei dieser Begegnung leider nicht zu. Holstein Kiel in den schwarzen Trikots für den DFB-Pokal. Die Bayern wiederum mit einem Sondertrikot. Aber zumindest in den gewohnten Farben im ersten Durchgang in Rot entsprechend von rechts nach links. Also rein geht's. Bayern die klar favorisierte Mannschaft. Holstein Kiel auf der Suche nach der Sensation. Aber das wird nicht einfach gegen das Team von Trainer Hansi Flick. Äußere Bedingungen im Übrigen extrem kalt. Es weht ein eisiger Wind in diesem Stadion. Unangenehme Verhältnisse zumindest im Vorhinein in dieser Partie. Erstes Foulspiel, zum ersten Mal etwas zu tun für Robert Schröder. In diesem Falle Hauke Wahl, der da zu spät kommt, gibt den Freistoß für die Bayern. Bei den Münchnern fehlen mit Kingsley Coman und Erik-Maxim Choupo-Moting zwei Akteure im Offensivbereich. Dafür ist Serge Gnabry, der zuvor angeschlagen war, wieder mit dabei. Kann auch gleich in der Startformation stehen. Und Kiel wiederum wird auf die Konterstärke setzen über Spieler wie Lee und auch wie Finn Bartels. So das Ziel von Kiels damaligen Trainer Ole Werner, der ja inzwischen in der Bundesliga bei Werder Bremen aufgeschlagen ist. Hier ist Bartels, ein ehemaliger Bremer, dessen Flankenball wiederum problemlos in den Händen Manuel Neuers landet. Neuer an dieser Stelle natürlich nochmal gute Besserungswünsche in seine Richtung. Wird ja nicht nur dem FC Bayern, sondern auch der deutschen Nationalmannschaft für die nächsten Monate leider fehlen. Musiala. Richtig, Alex, gut zum Rücken schließen, gut. Hernandez und der nächste Aufbau. Gnabry lässt sich fallen. Das ist natürlich auch ein Ziel mit ihm als Solospitze. Robert Lewandowski soll entlastet werden. Da bietet sich eine solche Pokalpartie gegen einen Zweitligisten auf dem Papier zumindest an.
Guter Ball raus auf die linke Seite. Flanke von Davis. Und da haben wir Hansi Flick, den heutigen Bundestrainer, damals noch in Diensten des FC Bayern. Nachdem er 2020 alles geholt hatte, was es zu holen gab und zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer war. Sein Pendant, der schon angesprochene Ole Werner. Ziel mit Kiel. Ganz klar in der Saison, auch in der Meisterschaft, eine wirklich vernünftige Rolle zu spielen. Das war im Januar 2021 definitiv gegeben, als Kiel sich auf dem dritten Tabellenplatz befand. Vor dieser Partie im Jahr 21 allerdings zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, einmal unentschieden gespielt, einmal verloren, obwohl es Ende 2020 fünf Siege in Serie gab. Bayern auf der anderen Seite wiederum auch nicht mit den besten Voraussetzungen in dieses Spiel gekommen, nach einer 2:3 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zuvor hatte Bayern allerdings 20 Mal in Folge nicht verloren. Insofern, das war Klagen auf äußerst hohem Niveau. Kimmich. Foulspiel. Und der Freistoß. Müller. Gut zu spüren in diesen ersten 5,5 Minuten, dass die Bayern dominant agieren. Auch deutlich mehr Ballbesitz haben. Versuchen, ihre Qualitäten eben auch auf den Platz zu bringen. Johannes Gedeos zum ersten Mal in dieser Partie gefordert. Die Nummer 1 von Holstein. Also bei beiden Mannschaften keine Experimente auf der Torhüter-Position. Gegangen, in diesem Falle von Alexander Mühling. Aber die Bayern kommen sofort mit dem Langball wieder nach vorne, agieren da sehr konsequent. Gedeos. Und die Aktion über die rechte Seite. Schöner langer Ball nach vorne für Jae-Sung Lee, der heutige Mainzer. Eine echte Solospitze gibt es bei Holstein Kiel in dieser Partie eben nicht. Keine klassische 9. Hängt aber eben auch mit einer Maßnahme für diese Partie zusammen. Beim 1-1 gegen St. Pauli in der Woche zuvor oder am Wochenende zuvor
wenn wir hier den ersten Abschluss der Begegnung sehen durch Kimmich. Also zuvor gegen St. Pauli spielten Rehse und eben auch vor allem Jani Serra, der diesen klassischen Neuner verkörpern kann. Mes und Porat dafür dieses Mal neu mit dabei. Gnabry. Blick nach draußen auf die Bayernbank. Hinten sehen wir Robert Lewandowski. Alle ziemlich gut eingepackt bei diesen, wie schon erwähnten, extrem kalten Bedingungen, die es natürlich für die Akteure noch schwieriger macht, wenn sie draußen sitzen. Und man weiß ja auch nie, wann es zu einem Einsatz dann eben auch kommen könnte. Abseitsposition in diesem Falle bei den Kielern. Über die Außenmikrofone. Mittlerweile ist es man ja gar nicht mehr gewohnt, aber damals eben die Trainer und auch die Spieler immer sehr, sehr gut zu hören. In der Anfangsphase Ole Werner deutlich lauter als Hansi Flick. Wahl und Gelius. Kurzer Blick vielleicht. Wenn das keine Absetzposition wäre, hätte es mich auch gewundert. Kurzer Blick vielleicht zurück auf die erste Runde in dieser Saison 2021. Da gewannen die Bayern mit 3:0 gegen den ersten FC Düren. Qualifizierten sich ohne große Probleme. Kiel wiederum war sogar mit 7:1 erfolgreich gegen den FC Rilasingen-Ahlen, einen Oberligisten. Eigentlich hätte dieses Spiel auch kurz vor Weihnachten stattfinden sollen, am 23.12. Bayern hatte allerdings sehr viele Spiele, weshalb entschieden wurde, nach Antrag der Bayern, dieses Spiel eben nach hinten zu verlegen, auf den 13.01., also rund 3 Wochen später, um den Spielern auch eine gewisse Entlastung zu gönnen. Terminkalender aufgrund der spät zu Ende gegangenen Saison 2020. Sie werden sich erinnern, wegen des Lockdowns und der Aussetzung der Bundesliga war das damals erforderlich. Aber eben auch der Spielplan deshalb umso komprimierter. Und gleichzeitig sorgte das eben dafür, da das eben mit dieser Partie oder speziell für diese Partie eben gesondert geregelt wurde, dass bereits feststand, dass der Gegner der weiterkommenden Mannschaft Darmstadt sein würde. Ausgelost war nämlich schon und da keines der beiden Teams aus der dritten Liga oder weiter drunter kam, war auch klar, dass Heimrecht in diesem Sinne keine Rolle spielen wird. Lee lässt kurz klatschen und wieder hintenrum. Ersten 13 Minuten. Ja, Holstein Kiel versucht, wenig zuzulassen.
Jetzt kommt allerdings der FC Bayern über Gnabry. Müller, guter Ball, Gelius und Gnabry und der Ball im Tor. 1-0, die Führung für die Münchner durch Serge Gnabry. Hatte sich nicht hundertprozentig abgezeichnet und wir sehen, dass das eigentlich eine Abseitsposition war von Serge Gnabry. Keinen Video Assistant Referee gibt es ja in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals und entsprechend gab es auch keine weitere Instanz, die da noch einmal hätte eingreifen können. So jedenfalls zählte der Treffer. Ole Werner war darüber not amused. Aber änderte nichts. Serge Gnabry, Nutznießer dieser Szene, hatte sich auch clever positioniert, selbst wenn er einen Meter weiter hinten gestanden hätte, wäre das eine gute Chance gewesen, nach diesem Ball rübergelegt von Thomas Müller. Und damit natürlich das ideale Szenario für den FC Bayern, das, was aus Kieler Sicht nicht passieren durfte. Abseits in diesem Falle, glaube ich, auch eine Idee klarer. Hier sehen wir es nochmal, ja. Waren 2 Meter abseits etwa. Eindeutige Angelegenheit. Hernandez. Davis. Saar mit der Flanke von der rechten Seite. Bartels hilft mit hinten, verhindert, dass Serge Gnabry hinten an den Ball kommt. Aus Kieler Sicht dieser relativ frühe Rückstand unangenehm, aber natürlich wichtig, dass man weiterhin zur eigenen Taktik hält. Versucht wenig zuzulassen, denn klar ist auch, wenn die Bayern hier erstmal 2 oder gar 3 Tore weg sind, dann ist ein Comeback im Prinzip ausgeschlossen. Und die Bayern auf der anderen Seite natürlich in einer bequemen Ausgangslage, können die Kieler, wenn sie denn wollen, kommen lassen. Und ansonsten präsentieren sie sich ja auch extrem ballsicher, was es für sämtliche gegnerischen Mannschaften umso schwieriger macht, sich zurück zu melden. Gelius. Gnabry stört da sehr gut. Wahl hatte Mühe und Not und sorgt dann eben auch dafür, dass dieser Ball rüber nicht mehr sonderlich präzise möglich war. Langer Ball Richtung Lee, der allerdings in der Abseitsposition steht. Hier haben wir nochmal den Führungstreffer der Bayern, Müllers Kopfball rüber. Ja, man kann erahnen, dass Gnabry da eine Idee zu weit vorne stand. Und auch wenn Gnabry erst nach Gelius Ballberührung da rankommt, eigentlich auch keine neue Spielsituation. Aber kein Vorwurf an den Assistenten. Schwierig zu sehen in der Dynamik vor allem. Gelius gut aufgepasst. Kurzes Handshake mit Tolisso. Na, ganz guter Einsatz von Mees in diesem Falle.
klare Ansage ohne Foul. Gut, hau dran, dran, dran. Bartels. Ja, wir sehen die Chefetage des FC Bayern. Und man sieht aus dieser Perspektive auch, ja, auch da ist es kalt. Gnabry. Kimmich. Ja, Ball hinten rum. War aber, glaube ich, eben draußen der Ball. Einwurf von der linken Seite für die Störche. Sané, das sind seine Läufe. Wird dann aber je gestoppt. Wieder der Ball Richtung Tiefe. Aber keine Chance für Lee, an die Kugel heranzukommen, nachdem Hernandez sehr gut aufgepasst hat. So. Wieder Hernandez. Davis. So. Na gut, aufgepasst, aber die Bayern sind sofort wieder dran. Flanke kommt und in der Mitte Tolisso. Sané, Kimmich. Kann mit dem Ball raus, aber ein echter Befreiungsschlag ist das für Holstein Kiel in dieser Phase erstmal nicht. Bayern drücken. Und schaffen es eben mal auch, den Gegner unter Druck zu setzen, gute Kombinationen hinzulegen. Davis. Und Neuer.
Lukas und der zu mir. Der Pass ist zu lang. Und wieder Gelios. Partie nach 25 Minuten mit einem Tor, jenem durch Serge Gnabry. Aber noch insgesamt ohne wirklich viele Torraumszenen. Jetzt mal eine Kontermöglichkeit für Holstein Kiel. Das sind genau die Momente, auf die die Kieler pochen. Lee braucht dann aber fast ein bisschen zu lange. Wollen da nicht zu sehr ins Risiko gehen. Flanke findet dann auch keinen Abnehmer. Immerhin aus Sicht der Hausherren der Einwurf von der rechten Seite. Aber immerhin, im Ansatz hat man erkennen können, wie ein solcher Konter für Kiel mal aussehen kann, wenn die Bayern weit aufrücken. Bayern zwar in der Saison das Maß aller Dinge in Deutschland, aber eben auch eine Mannschaft, die sich defensiv nicht immer zu 100% sattelfest zeigte. Die Offensive war zu dieser Phase ganz klar das Punktstück. Gnabry, er zählt dazu. Guter Abschluss, schnell zum Schuss gekommen, Serge Gnabry. Hier sehen wir es nochmal, Müller, Gnabry und dann eben neben das Tor. Viel hat da in dieser Szene nicht gefehlt. Schuss aus der zweiten Reihe, landet dann aber neben dem Tor. Guter Ball rüber auf die rechte Seite für Bartels. Ah, der Ball dann nicht ideal. Thank you.
Ball. Bartels. In diesem Fall eben ein wichtiges Aufpassen von Yannick Dehm. Mittlerweile ja bei Hannover 96. Wieder Süle. Sané kommt da erneut an den Ball. Leroy Sané gemeinsam mit Thomas Müller verlagert den Ball gut auf die rechte Seite. Saar. Saar sucht Müller, findet Müller. Saar gut im Strafraum. Saar geht zu Boden. Reicht aber nicht für einen Elfmeter. Schröder war gut positioniert. Machte auch auf den ersten Blick nicht den Eindruck, als müsste es da einen Strafstoß geben. Wir sehen nochmal die Zeitlupe. Gibt vielleicht unten eine Berührung. Aber ich glaube nicht ausreichend für einen Elfmeter. Gibt den Einwurf für die Bayern. Thomas. Kimmich. Helios. Und der erneute Aufbau. Also etwas über eine halbe Stunde mittlerweile gespielt. Ich denke, alles in allem geht die Führung der Bayern zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Holstein Kiel noch ohne Torabschluss. Und auch die Art und Weise des Konterfußballs der Störche hat sich nicht so richtig durchsetzen können. Bayern dominanter. Bayern mit mehr Aktionen, auch mit mehr Chancen, auch wenn neben dem Führungstreffer ein echter Hochkaräter noch nicht dabei war, aber die Halbchancen sprechen da eben schon eine ganz eindeutige Sprache und auch solche Bälle gut gespielt. Auf der Suche nach Tolisso ist, ich meine, Gnabry aber nicht fündig geworden. Sané. Fünf Umstellungen gab es bei den Bayern im Übrigen nach der 2:3 Niederlage gegen Gladbach vor dieser Partie. Saar, Hernandez, Tolisso, Musiala und Gnabry sind mit dabei. Dafür Pavard, Alaba, Costa, Lewandowski und der an der Wade verletzte Leon Goretzka. Damals zunächst draußen, beziehungsweise gar nicht erst im Kader im Falle von Goretzka. Hernandez. Süle. Süle wieder rüber auf die rechte Seite für Saar.
Saar versucht sich durchzusetzen, holt den Freistoß auch raus. Ball kommt durch, Gnabry und dann die Riesenchance für Müller. Hier sehen wir es nochmal. Abseits gepfiffen, glaube ich, am Ende gegen Müller. Nee, Fahne blieb sogar unten. Aber die Kieler beschwerten sich allen voran, weil sie einen Foul Müllers erkannt haben wollten. Jedenfalls eine sehr, sehr gute Chance für die Bayern, um hier das 2:0 zu erzielen. Davis. Na, da haben wir nochmal die Szene und Müllers Gesicht. Ah, starker Ball. Jetzt die Möglichkeit für Finn Bartels. Bartels! Und das Tor! 1:1! Aus dem Nichts, aber Holstein Kiel wird's recht sein. Der Ausgleich durch Bartels. Spielt da seine Konterqualitäten aus. Und Neuer bedient. Musste bislang keinen einzigen Ball wirklich parieren. Manuel Neuer. Und dann geht das unterm Strich zu einfach. Bartels startet aus der eigenen Hälfte. Also irrelevant, hier über Abseits zu diskutieren. Süle hätte es auch aufgehoben. Und dann kommt der Ball durch. Niemand interessiert sich wirklich für Bartels. Zah greift zu spät ein. Und dann ist es der Routinier mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Und da ist wieder Bartels. Bartels, Lee. Lee mit der Riesenchance und das Tor. Aber Abseitsposition. Treffer zählt nicht. Und der Anpfiff gerade von Neuer, der war gut zu hören. Richtig entschieden. Richtig entschieden, dieses Abseits von Lee. Aber das war schon ein Spiel mit dem Feuer. Auch die Art und Weise, wie die Kieler da durchgekommen sind. Nochmal hier Bartels Schuss für Neuer unhaltbar. Und die Reaktion draußen von Ole Werner lässt sich feiern. Wichtig für Holstein Kiel. Und das ja, obwohl die Kieler eigentlich ja bis zu diesem Zeitpunkt relativ wenig ins Spiel investiert hatten, würde ich gar nicht mal sagen, sondern wenig nach vorne gezeigt hatten. Echte Chancen jedenfalls hat es nicht gegeben. Umso bemerkenswerter, dass gleich mit der ersten Gelegenheit das Tor fällt. Gegenseite, Müller. Ja, so schlecht war der Abschluss nicht von Thomas Müller. Hin, hin.
Blick erneut auf die Bayernbank, unter anderem Jérôme Boateng. Damals noch in Diensten der Bayern. Gnabry. Ja, und die Möglichkeit ist da. Musiala. Bayern, wenn dann überhaupt, nur kurzfristig geschockt von dem Ausgleich. Eben mit der Möglichkeit unmittelbar nach dem 1-1 für Kiel. Aber den Kielern scheint das Ganze durchaus was gebracht zu haben, denn im Spiel nach vorne wirken sie mutiger, trauen sich mehr und kommen auch zielstrebiger vor das gegnerische Tor. Bartels, Flanke kommt, ja, die ist nicht ungefährlich. Und dann die nächste Abschlusschance. Ärgerlich für Vandenberg, der Lee getroffen hat. Ecke Bayern. Einwurf dem. Sané. Saar. Na, nicht ungefährlich. Gelegt. Gut aufgepasst. Wieder der Ball hinten rum. Süle. Gut aufgepasst. Alles geklärt in dieser Situation. Hinzu, wenn kein Druck ist. Komm! Hinzu! Hinzu!
Ball landet in Gedeos Händen. Noch gut 30 Sekunden in dieser ersten Hälfte. Aus Sicht der Kieler das 1-1 ein gutes Ergebnis. Zweifelsohne. Allen voran natürlich auch, weil es das bisherige Spiel gar nicht mal so hergegeben hat. Holstein kann zufrieden sein, sowohl von der Art und Weise, wie sie hier agieren, sind nicht hoffnungslos unterlegen, das ist ja immer schon mal wichtig gegen die Bayern. Auf der anderen Seite aber das Team von Trainer Hansi Flick schon dominant, eine Minute gibt es obendrauf. Wirklich viel Grund zum umfangreichen Nachspielen hat es ja nicht gegeben. Ein, zwei kleinere Unterbrechungen zwar mal, aber ansonsten sehen wir hier eine weitestgehend flüssige Partie. Flüssig auch, obwohl es hier das Foulspiel gibt und ja, obendrein die gelbe Karte. In diesem Falle Meffert, der da zu spät gekommen ist. Freistoß entsprechend nochmal für die Bayern. Kimmich, ja, gefährlich. Und nochmal eine Chance Richtung 2-1. So aber bleibt's beim 1-1. Halbzeitstand zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern. Hier nochmal die Gelegenheit, wenn Thomas Müller den ein bisschen besser bekommt, dann steht es hier vermutlich 2-1. So die Führung für die Bayern durch Gnabry in der 14. Der Ausgleich, der schmeichelhafte Ausgleich für Holstein Kiel in der 37. Und dennoch eine Partie, die zeigt, was den Pokal eben so besonders macht, so auszeichnet. Bayern müssen liefern, wollen natürlich nicht in die Verlängerung gehen müssen. Und wir sind sofort eben schon rein in der zweiten Hälfte. So viel sei schon mal verraten. Beide Mannschaften wechseln nicht zur Halbzeitpause. Dasselbe Personal wie im ersten Durchgang. Robert Lewandowski also auch zunächst draußen, genauso wie Joshua Zirkzee. Und man sieht es insbesondere an Zirkzees Haaren gerade ziemlich gut, wie stark der Wind hier weht. Hab's immer wieder gesagt, aber das ist ein ganz, ganz großer Faktor in diesem Spiel gewesen. Die extreme Kälte. Es war ziemlich frisch und dazu eben ein wirklich pfeifender Wind im Holstein-Stadion. Unangenehme Verhältnisse, unangenehme Bedingungen. Untypisch auch für die Stadt Kiel. Das ist hier in Schleswig-Holstein im Winter so kalt wird. Aber Hansi Flicks Gesichtszüge noch nicht eingefroren. Weiß natürlich auch, wie wichtig die zweite Hälfte sein wird, um nach Möglichkeit eben frühzeitig das Achtelfinale fix zu machen. Und für die Bayern lief es ja zuletzt gut. 2001 das letzte Mal in einer zweiten Runde ausgeschieden. Damals im Elfmeterschießen gegen Magdeburg. Die letzte Niederlage gegen ein Nicht-Bundesliga-Team im Pokal rührt aus der Saison 2003-2004. Damals gegen den späteren Finalisten Alemannia Aachen verloren die Bayern mit 1-2. Seitdem gab es 38 Duelle mit Teams aus niedrigeren Ligen. Alle 38 haben die Bayern gewonnen. So, weiter geht's im zweiten Durchgang. Seiten wurden gewechselt. Kiel aber weiterhin in den schwarzen Trikots. Und die Bayern entsprechend in Rot. Hat er gesagt eingangs, es ist ein Sondertrikot der Bayern. Eines, das die Botschaften Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander propagieren soll. Hernandez. Süle. Gut.
Na, interessanter Ball nach vorne. Wenn da denn jemand wirklich gestanden hätte, so war es kein Problem für Neuer, der das Spiel wieder sofort schnell macht. Immer Müller. Ah, gut aufgepasst. Sané stand sonst ideal positioniert. Foulspiel an Jamal Musiala. Und damit eine gute Freistoßmöglichkeit für die Bayern. Noch einmal hier. Vandenberg kommt zu spät gegen Musiala. Klar zu erkennen. Eindeutige Sache. Freistoß für die Bayern. So, was haben die Bayern vor? Kimmich ist ja ein guter Freistoßschütze. Aber Sané macht's! Und wie er es gemacht hat! 2-1! Ein Traumtor von Leroy Sané. Für Gelius absolut gar nichts auszurichten. Nochmal hier. Sané. Und der war wirklich unhaltbar. Selbst wenn Gelios eine halbe Sekunde früher abspringt, hat er keine Chance. Besser kann man einen solchen Freistoß nicht schießen als Leroy Sané hier. Und damit dreht sich wieder alles sehr in Richtung der Bayern. Perfekter Auftakt in die zweite Hälfte. Besser konnte es für die Münchner da kaum laufen. Gibt den Einwurf für Holstein Kiel. Mal sehen, wie sie mit dieser Herausforderung jetzt umgehen. Nachdem es ja im ersten Durchgang schon schwierig war. Mannschaft viel investiert hat. Und ja auch zum 1-1 kam. Wenn auch unterm Strich glücklich und die Führung der Bayern nach 48,5 Minuten alles in allem absolut verdient ist. Frage natürlich auch, ob die Bayern nachlegen können, um mit einer Zwei-Tore-Führung hier das Geschehen natürlich auch zu beruhigen. Vandenberg. Gut gespielt. Ja, keine schlechte Chance. Mühlings Abschluss. Aber drüber. Durchaus leichtsinnig, wie die Bayern hier umgehen. Davis zwar extrem schnell, aber konnte den Abschluss da auch nicht mehr verhindern. Es ist defensiv immer wieder ein Spiel mit dem Feuer. Kelios bekommt den Ball hier wieder. Ball kommt, Davis
nicht ungefährlich. Da haben wir es nochmal. Musiala, der weitermacht. Aber eben den Freistoß gepfiffen bekommt und dann dieser herrlich verwandelte Ball von Leroy Sané. Süle. Ja, draußen laut hörbar. Ole Werner, der sich beschwert. Freistoß Holstein Kiel. Ball kommt. Müller gegen Lee. Müller hat das in diesem Falle gut gelöst. Und Davis und Gnabry. Gnabry mit der Chance. Lässt aber aus. Spiel nimmt an Tempo auf in dieser Phase. Ecke Kimmich. Pesca dazwischen. Ecke Kimmich. Und Lee. Lee nimmt Tempo auf. Gut gespielt von Vandenberg. Wieder Lee. Ball Richtung Mitte. Und gute Chance. Ja, aber dann die Abseitsposition. Da muss nochmal Lee mit dem Ball rüber. Und Mees, der da fast herangekommen wäre. Zehn Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Die Bayern mit dem Tor durch Sané. Unmittelbar nach wieder am Pfiff. Aber das Spiel insgesamt offener als noch über weite Strecken des ersten Durchgangs.
Süle. Davis. Wird gepfiffen, wie ich meine, korrekterweise. Auf Art und Weise, wie es hier den Kieler Fans gefällt. Heißt Abstoß. Klare Rufe, kein Foul möchte man da riskieren. Sané. Gut gemacht, Janik. Alles gut, alles gut, alles gut. Positiv, gut so. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, Janik, hinten entgegen, 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 entgegen. Gutes Auge rüber auf die linke Seite von den Berg. Mühling im Zusammenspiel mit Lee. Und Van den Berg. Martins. Handspiel wird da reklamiert, moniert. Van den Berg. Bartels. Und Gelios. Van den Berg. Ja, gut gespielt, gut gelöst. Und der Freistoß nach diesem Foulspiel an Finn Porat geht in Ordnung, wie ich meine. Gelbe Karte obendrein gegen Niklas Süle. Auch das vertretbar.
Hier haben wir es nochmal. Süle lässt da das Bein stehen. Kommt da zu spät in diesen Zweikampf. Gibt den Freistoß für die Störche. So, Neuer weiß, dass da was auf ihn zukommt. Oder kommen könnte. Ball kommt. Ja, direkt auf den Mann. Kein Problem für Manuel Neuer. Dems Freistoß zwar nicht schlecht, aber letzten Endes dann doch eine Spur zu zentral. Davis. Gibt den Pfiff mit etwas Verzögerung nach diesem Foulspiel an Hernandez. Da muss nochmal Entscheidung geht in Ordnung. Es ist kein unfaires Spiel. Aber zu dieser Phase des Spiels immer wieder Unterbrechungen. Noch im Übrigen das Wechselkontingent beider Mannschaften unberührt. Gut kombiniert. Lee wieder rüber auf die linke Seite. Vandenberg. Und Bartels. Bartels. Mittlerweile, man sieht es ganz gut, ist es nicht nur ein eiskalter Wind, es ist auch ein schneebedeckter Wind. Macht es nochmal unangenehmer für alle Spieler hier auf dem Rasen. Hier in dieser Einstellung gut zu sehen. Gefährliche Situation und der Pfosten rettet für Gelios. Riesenchance für die Bayern. Jamal Musiala kommt hier an den Ball heran, sucht den Abschluss. Gelios mit einer klasse Parade. Taucht ab, lenkt den Ball ans Aluminium. Na, gefährlich, aber eben in Gelios Ende. Hey, hey, hey.
Flanke kommt von außen. Ich muss kurz schmunzeln wegen der dann doch gut hörbaren Meinungsäußerungen, die wir da von draußen wahrgenommen haben. Das, mein Gott, das kam aus tiefstem Herzen, so schien es mir. Das sehen wir auch. Ein besonderer Reiz dieser Spiele ohne Zuschauer, auch wenn man dann doch immer wieder merkt, wie sehr einem da etwas gefehlt hat. Aber die Kommentare der Spieler und auch Trainer, insbesondere fast der Trainer, die man häufig deutlich besser hört, sind schon einige Male ein Highlight. Und trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir solche Bilder wie hier mit leeren Rängen in Deutschland nach Möglichkeit nie wieder zu sehen bekommen. Guter Ball, jetzt die Chance in der Mitte. Und Süle fordert mehr Kommunikation mit seinen Mitspielern. Denn Mees wäre hier beinahe zum großen Profiteur geworden. An der Abseitsgrenze, schwer zu sagen, ob Mees da möglicherweise eine Idee zu weit vorne stand oder nicht. Und das Schneetreiben wird immer mehr. Hoffen wir mal, dass es nicht zu irregulären Bedingungen kommt. Noch für Holstein Kiel, um hier die Partie auszugleichen und eine Verlängerung eben zu erzwingen. Guter Ball. Rüber auf die linke Seite. Dann aber zu weit für Vandenberg. Hatte eigentlich den Eindruck, dass er den hätte erlaufen können. Wohl getäuscht. Süle. Wieder rüber auf Saar. Foulspiel.
Freistoß schnell ausgeführt von Kimmich. Müller. Na, sieht draußen so aus, als könnte es gleich die ersten Wechsel geben. Anzeigetafel jedenfalls schon mal prominent platziert. Süle. Schwierig jetzt auch aus Sicht der Kieler. Sie wissen, sie müssen hier noch ein Tor schießen. Gleichzeitig darf man auch gegen die Bayern, die eben auch so viele ballsichere und konterstarke Spieler haben, nicht zu früh zu hoch ins Risiko gehen. Würde sich erfahrungsgemäß dann auch nicht unbedingt auszahlen. Die Balance zu finden, genau darauf kommt es an. Abseitsposition von Lee, gut erkannt. So, und wir sehen Costa und Lewandowski, die sich unten bereit machen und also gleich reingebracht werden von Hansi Flick. Kimmich. Sané, gut gestört. Lee. Ja, Wechsel. So, jetzt also der Wechsel. Musiala geht. Genauso wie auch Leroy Sané. Costa kommt. Und auch Lewandowski. Wird also bedeuten, dass Serge Gnabry die Rolle, die er heute als Mittelstürmer hatte, aufgeben wird. Costa wird über den Flügel kommen. Lewandowski sich auf die 9 begeben. Gnabry wiederum auf den Flügel. Wechseln. Viel Qualität, die Münchner eben auch von der Bank bringen können. Wenn man sich es erlauben kann, einen Robert Lewandowski erst einzuwechseln, dann spricht das schon sehr für die Breite im Kader. Bartels. Aber auch bei Holstein Kiel macht sich gleich ein Wechsel bereit. Wenngleich die Namen nicht ganz so prominent sind wie auf Seiten der Bayern. Davis. Na gut geklärt, gibt den Eckstoß für die Bayern. Ole Werner verzichtet da zunächst drauf, den Wechsel jetzt schon durchzuführen. Für Trainer ja mal eine eher unangenehme Sache, die neuen Spieler direkt vor einem Eckball gegen sich zu bringen. Oder haben wir die beiden, die gleich hier dieses Spiel möglicherweise beleben werden. Fabian Reese und Niklas Hauptmann warten drauf, eingewechselt zu werden. Tolisso, nicht durchgekommen. Costa. Costa immer noch. Ah, gut zu hören, die Kommandos nach vorne zu schieben. Hey, Dreier aufbau, mitgehen, nicht mehr zu zweit.
Nicht mehr zu zwei, drei Aufbau. Geh mit! Ja! Durch außen! Hin rein! Hin rein! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, 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 schieb mit raus, ne? Schieb mit raus. Timmich. Acosta. So, und jetzt die Chance für Holstein Kiel zu wechseln. Die schon angesprochenen Riese und Hauptmann kommen. Porat und Mees verlassen dafür den Rasen. Klar, dass man damit nochmal frische Kräfte bringen möchte. Neue Initiativen, neue Reizpunkte setzen. Und vielleicht so die Chance auf die Verlängerung wahren. Geh weiter aus der Außen, weiter aus der Außen. Kurz, einer kommt. Flach, flach, flach. Wieder hinten rum. Gute Flanke Richtung Mitte. Tolisso. Costa. Kieler Spieler liegt da am Boden. Bayern spielen weiter. Müller, Gnabry. Jetzt die Möglichkeit, den Ball ins Aus zu spielen, wird auch wahrgenommen. Und Teska scheint Schmerzen zu haben. Scheint beim Innenverteidiger nicht weiterzugehen, hält sich da die Leistengegend. Da muss nochmal, ja, merkt sofort, dass das nicht ideal war. Und zeigt's an. Und gibt sofort auch den Wechsel. Marco Komenda kommt. Er setzt Teska, also sehr schnelle Reaktion bei Holstein Kiel, um hier bloß nicht in Unterzahl zu spielen. Hat keine Minute gedauert. Auch Komenda musste da fast blitzartig her zur Bank. Trikot überziehen und sofort rein. Damit noch ein Wechselfenster für Holstein Kiel offen. Da ist der neue Mann Komenda mit seinem ersten Ball nach vorne. Oh.
Schießen! Gut rüber gespielt, aber abseits. Tolisso. Lewandowski! Wieder rüber Lewandowski, lässt sich fallen. Es ist weiter nur ein Tor, dass die Bayern hier vorne liegen. 7 Minuten noch zu spielen. Prese wird da angefeuert von seinem Teamkollegen. Und gibt nochmal einen Doppelwechsel. Holstein Kiel gibt alles, auch personell. Jani Serra kommt, genauso wie Ahmed Arslan. Meffert und Mühling gehen, also es wird deutlich offensiver. Zahm mit dem Ball nach vorne. Also nochmal Kompliment auch an Holstein Kiel für einen Zweitligisten. Eine wirklich sehr, sehr gute Leistung gegen die Bayern. Wir haben weiterhin hier alle Optionen. Während die Bayern jetzt wechseln, Saar verlässt den Rasen, Pavard kommt für ihn. Hansi Flick natürlich jetzt auch mit der Devise, nicht zu riskieren. Süle. Bayern waren in der ersten Hälfte irgendwo griffiger. Führen nicht unverdient zum jetzigen Zeitpunkt mit 2:1. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Wechsel, unter anderem auch die Reinnahme von Robert Lewandowski, vor etwas mehr als 10 Minuten nichts bewirkt haben. Also durchschlagskräftiger auf dem Weg nach vorne waren die Münchner bis zum jetzigen Zeitpunkt dadurch jedenfalls nicht. Und Kiel von der Moral her und der Herangehensweise her wirkt so, als wären sie oben auf. Also die Mannschaft glaubt an sich. Das ist gut zu sehen, gut zu spüren. Thank you.
Richtig, Jojo, genau, sichern. Gut, Hauke. Ja, ja, ja. Genau. Auf Punkt, Pauli, Seister. Neuer. Mit dem Ball nach vorne, Gnabry und Lee. Ah, Missverständnis möglicherweise, aber auch gut aufgepasst von Hernandez. Und Lewandowski. Gut rüber gespielt auf Costa. Müller legt nochmal ab, stark gespielt. Erste wirkliche Chance für Robert Lewandowski seit seiner Einwechslung. Der mittlerweile ja Barca-Angreifer vergibt hier aber gegen Johannes Gelius. Gut, Janni, stark. Gut. Tiefer rein, tiefer rein, tiefer rein. Bewege. Gut. 3 Minuten noch, regulär. Frage ist, wie viel gibt es obendrauf? Hauptmann war das nicht, sondern Rese, der sich in diesem Fall aber auch nicht hat durchsetzen können. Na, Süle hat die Bewertung, wer da als letzter am Ball war, anders gesehen. Glaube aber, dass der Unparteiische recht hatte. Schien mir so, als wäre Niklas Süle derjenige gewesen, der tatsächlich zuletzt den Ball berührte. Lewandowski. Konterchance für die Bayern. Gelöst, Vandenberg. Pavard. Fällt Kiel noch mal was ein? Das ist die Frage. Kimmich. Ja, beschwert sich da. Gibt aber den Freistoß für Holstein Kiel. Und das sind natürlich die Optionen, die die Kieler bespielen müssen, um hier noch eine Chance zu haben auf das 2-2 und auf die Verlängerung. Freistoß aus dem Halbfeld. Ja, ganz gut rüber gespielt, aber wirklich gefährlich ist das auch nicht. 3 Minuten gibt es obendrauf. 3 Minuten, um hier für Holstein Kiel doch noch das fast Unmögliche möglich zu machen. Und 3 Minuten, die die Bayern auf der anderen Seite noch durchhalten müssen, um den Einzug ins Achtelfinale zu realisieren. Yannis Serra wird natürlich mit hohen Bällen eher gesucht als andere. Gibt den Freistoß für die Bayern. Auch das bringt Zeit. Auch das hilft, um hier dieses Ergebnis über die Uhr zu bringen. Freistoß von hinten. Von Neuer, während draußen Marc Roca sich bereit macht, gleich auch nochmal kommen wird für diese Schlussmomente. Müller.
Freistoß Holstein. Auch den vierten Offiziellen haben wir jetzt ganz gut gehört. Gnabry geht. Und dafür kommt eben Marc Roca. Gibt natürlich jetzt auch nochmal zusätzlich Zeit für die Bayern. Serge Gnabry hat es nicht übereilig. Hätte uns auch überrascht. Roca als Mittelfeldspieler. Selbstredend einer, der jetzt nochmal einen Zweikampf vielleicht gewinnen kann oder Räume eng machen kann. All das, was Kiel nicht gebrauchen kann. Pavard, Befreiungsschlag. Aber der Ball zu schnell wieder weg. Bayern mit unterm Strich zu wenig Kontrolle. Schaffen es zu selten, das Spielgeschehen in dieser Phase zu beruhigen. Vandenberg. Gut rübergespielt. Bartels nochmal abgelegt und in der Mitte. Kopfballchance für Serra, die sich aber nicht so richtig ergeben wollte. Kimmich zu Boden gegangen. Hauptmann. Na, sieht es völlig anders. Ole Werner ebenso. Sagen wir es mal so, Kimmich macht schon eine ganze Menge draus. Zumindest was den Kontakt im Oberkörper angeht. Vielleicht aber ihm auch unglücklich gelandet. Joshua Kimmich. Mal sehen, wo er sich behandeln lässt. In diesem Falle am Fuß. War, glaube ich, auch am Fuß gleichzeitig getroffen worden. Hier sehen wir es nochmal. Ja, bei der Landung möglicherweise. Das sage ich ja gar nicht, aber genau, da haben wir es. Also Schmerzen Kimmichs resultieren weniger aus dem Check in der Luft. Der war für mich noch in dem Bereich, den man sogar hätte weiterlaufen lassen können. Unten war es dann anders. Aber deshalb auch schwierig jetzt zu sagen, wie viel Nachspielzeit noch oben drauf gegeben wird. Bayern zunächst mal in Unterzahl. 3 Minuten 40 sind wir bereits drüber. 40 Sekunden über der angezeigten Nachspielzeit. Aber theoretisch müsste es für Holstein Kiel zumindest noch eine Chance geben. Vielleicht diese hier. Serra. Gut gespielt. Süle. Aber aufgepasst. Letzte Möglichkeit, womöglich. Kimmich wieder auf dem Rasen. Humpelt aber noch. Bartels. Vandenberg. Vandenberg in der Mitte und dann Wahl! 2-2! Kaum zu fassen! Holstein Kiel mit dem Ausgleich! In, ja, nicht mal mehr letzter Minute! Die 5. Minute der Nachspielzeit, Hauke Wahl und die Partie damit in der Verlängerung. Vandenberg mit einer Superflanke und Wahl der Innenverteidiger mit vorne. Und für ihn fühlt sich in dieser Szene niemand richtig zuständig. Und dann diese Bogenlampe, unhaltbar für Neuer. Hansi Flick kann es nicht glauben, kann es nicht fassen draußen. Partie auch sofort abgepfiffen. Es geht direkt in die Verlängerung. Die Bayern waren eigentlich mit den Gedanken schon in der Kabine und vielleicht war genau das der Grund, dass es hier eben noch was obendrauf gibt. Frage natürlich jetzt, ob Kimmich weitermachen kann. Bayern könnten auf jeden Fall noch einmal wechseln. Und Ole Werner hat es mit Holstein Kiel vorerst geschafft. Erste Überraschung ist ihnen schon mal gelungen, dass sie es hier bis in die Verlängerung geschafft haben. Frage ist, wie viel ist da noch drin nach diesem 2-2 nach 90 Minuten? Noch einmal. Das Tor hier, Vandenbergs Flanke und Wahls Kopfball ins Glück für die
Kieler. Kurze Chance für beide Mannschaften, nochmal wieder Kräfte zu tanken. Warm zu werden wahrscheinlich eher weniger bei diesen so widrigen Verhältnissen an diesem 13. Januar 2021. Klar, die Bayern erst recht in so einer Verlängerung. In der Favoritenrolle für Kiel wird es vor allem darum gehen, kein Gegentor zu kassieren und dann ins Elfmeterschießen zu kommen. Das, denke ich, wird die Herangehensweise sein. Das wird das Logische sein, wie Holstein Kiel versuchen wird, die nächste Runde, das Achtelfinale des DFB-Pokals zu erreichen. So, jetzt muss es nochmal eine Seitenwahl geben zwischen den beiden Kapitänen. Na, Neuer hätte das vermutlich auch gerne schon für beendet erklärt. Insbesondere bei solchen Verhältnissen. Aber so muss seine Mannschaft nochmal nachsitzen. Wahl und Neuer. Die beiden, die sich quasi in dieser letzten Aktion gegenüberstanden. Hauke Wahl, der Mann, der das 2-2 erzielte. So, also, Verlängerung läuft. Mal sehen, in was für eine Richtung uns das hier noch führen wird. Kimmich. Bayern waren die letzten Minuten der regulären Spielzeit auch nicht so wirklich voll dabei. Schienen irgendwo fälschlicherweise mit der Begegnung schon abgeschlossen zu haben. Süle und Kimmich. Hernandez. Foulspiel.
Abschluss Gelios. Ersten Eindrücke der Verlängerung sind zumindest so, dass Holstein Kiel sich ganz gut in dieser Verlängerung zurechtgefunden hat. Sich nicht extrem dominieren lässt. Süle. Lee. Müller. Wieder Davis. Davis. Ja, gefährlich. Lewandowski. Kimmich. Flanke kommt, aber kein Abnehmer in der Mitte. Und der Angriff bei den Kielern über die linke Seite. Serra. Auswechslung bei Holstein Kiel war natürlich sehr offensiv geprägt, weil man hinten raus den Ausgleichstreffer erzielen musste. Das birgt selbstredend das Risiko, dass man da möglicherweise ins Messer läuft, wenn man nicht aufpasst. Auch Lees Rolle beispielsweise deutlich defensiver als zu Spielbeginn. Frage ist, wie gut diese Spieler das dann eben auch durchhalten können in den nächsten rund 24 Minuten, zumindest regulär, wenn es nicht noch zusätzlich da was oben drauf gibt. Hernandez. Nicht Hernandez, sondern Tolisso. Na, Schuss kommt, geht aber neben das Tor. Müller. Na, ganz ordentlich gespielt, gemeinsam mit Tolisso. Gibt den Eckball für die Bayern. Ecke Kimmich.
Da war ein zweites Mal ran. Ball rollte dann auch zwischen. Wieder Kimmich. Gut gelöst. Bartels. Auch er klärt den Ball erstmal nach vorne. Serra. Hauptmann. Gelius. Und der weite Ball nach vorne, Bartels. Bartels versucht da den direkten Abschluss zu setzen. Letzten Endes aber kein wirkliches Problem für Alfonso Davies, nachdem Bartels den Ball nicht getroffen hat, die Szene zu klären. Auch in diesem Falle gut nachgegangen von Bartels. Einwurf Bayern, paar Meter weiter vorne, aber kein besonders präziser. Und damit gelingt es Holstein Kiel immer wieder, diese Angriffe der Bayern relativ früh zu stören, wenig zuzulassen. Effektives Verteidigen von Seiten der Störche. Dem wird dann nochmal gedehnt. Ich kann zum Glück weitermachen. Und Kimmich. Ball kommt. Achtung, Kimmich! Kommt da nicht richtig hinter. Joshua Kimmich. Ansonsten hätte es hier nochmal eine deutlich bessere Chance gegeben. 3 Minuten noch in dieser ersten Hälfte der Verlängerung. Kimmichs Flanke. Von Schwarz. Möglichkeit zum Umschalten. Ja, aber dann Niklas Süle, der gut steht. Neuer geht die Schritte raus. Pavard.
Costa. Costa. Na, nicht ganz durchgekommen. Und dann auch ein bisschen Frust mit dabei bei Douglas Costa. So macht es hier zumindest den Eindruck. Alaba wird kommen. Als erfahrener Spieler der Österreicher natürlich eine Waffe, die Hansi Flick da hat, und zeigt auch nochmal, wie gut die Bayern im Kollektiv besetzt sind, dass sie den heutigen Real Madrid-Verteidiger erst in der 106. Minute bringen müssen. Damals ja die große Frage, würde David Alaba verlängern oder nicht? Bekanntermaßen entschied er sich dann für die Offerte aus Spanien. So, das war's mit der ersten Hälfte der Verlängerung. Keine Tore im Holstein-Stadion. Und die Wahrscheinlichkeit eines Elfmeterschießens damit deutlich größer. Und ein Elfmeterschießen genau das, was natürlich Holstein-Kiels Chancen nochmal deutlich potenziert. Gibt ja eigentlich keine wirkliche Unterbrechung. Wir haben es gerade gesehen, Alaba kommt für Tolisso. Aber es gibt auf der anderen Seite auch keinen einzigen Schiedsrichter auf der Welt, der nur den Seitenwechsel durchführen lassen würde. Ich weiß gar nicht genau, ob es Tee ist, ob das ein Energy-Drink ist. So oder anders. Wichtig, glaube ich, bei diesen Bedingungen nachzutanken. Und für die Spieler sich aufzuwärmen, sofern das denn möglich ist, bei weiterhin extrem kalten Bedingungen. Zwischendurch der Sturm, Schneesturm, das hat sich inzwischen wieder ein bisschen gelegt. Aber die Frage ist, was werden wir hier in der zweiten Hälfte der Verlängerung eben noch sehen? Und jetzt geht's also rein in die zweite Hälfte der Verlängerung. Noch 15 Minuten regulär. Mindestens das und eventuell gibt es am Ende ja sogar das Elfmeterschießen. Lewandowski, erste Chance für die Bayern. Lewandowski legt den Ball nochmal rüber, kommt aber nicht zum Abschluss. Müller.
Versucht der Kombination mit Roka. Klappt aber nicht in diesem Falle. Na, Proteste schon da und das gut vernehmbar nach diesem Foulspiel. Süle. Auf der 9er am Schritt, genau. Hernandez. Ball wieder bei Süle. Roka. Müller. Na, gefährlicher Ball. Hinten Lewandowski. Okay, 8er, 9er Tausch. Stück höher. Kick höher, wenn es geht. Aber du guckst auch Schritt höher. Versuch nochmal. 8er, 9er Tausch. Stück höher. Na, Hansi Flick merkt auch, Zeit wird weniger. Das Ganze in der. Oder das Ganze ohne Elfmeterschießen zu bestreiten. Pavard. Gut, ja, Haupe, bleib vor, gut. Hinzu, Finn. Gut. Jetzt die Möglichkeit. Und ganz stark pariert von Gelius. Minuten muss Kiel noch durchstehen. Dann haben sie das nächste Etappenziel erreicht und sind bis ins Elfmeterschießen gekommen. Ah, gefährlicher Ball. Wieder Gelius. Chancen der Bayern werden wieder mehr. Gut zu sehen, dass die Bemühungen da sind, das Spielgeschehen noch vor Elfmeterschießen zu entscheiden. Eckball Kimmich. Lang in der Luft. Gelius. Hey, Ordnung. Ballbesitz. Ja, tief sein. Nochmal tiefer anbieten, Fabi. Gerade du nochmal. Hey, Seite. Hey, ein zweiter dazu, Haufe. Ein zweiter dazu. Lies, gemeinsam mit Ando. Komm, nicht so tief. Gut. Von innen. Nicht am Mann kleben, Haufe. Wieder ein Schritt. Nur passt den zu. Ja. Hau ich wieder rein. Nicht am Mann kleben, nur Passwege zu. Ammo, nicht am Mann. So, da habt ihr. Gut. Ja, nicht du. Von innen, Fabi. Von innen. Gut, jetzt. Papa. Wieder zurück auf Neuer. Da
Bleib da! Nicht beim Mann fliehen, Mamo! Nicht beim Mann fliehen! Hoka. Hoka mit dem Ball rüber, raus auf Pavard. Pavard. Hoka. Na, gefährlicher Ball, diese Flanke von der linken Seite. An die Männer, an die Männer! Müller. Hey, mit dazu eine Haupe. Genau, genau, so ist gut. So ist gut. Gar nicht im Tempo, nur stehen. Schritt weg, 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 weg. Oh, Janni. Nie einen Schritt, du einen Schritt, Lied. Nur dazwischen, dazwischen, Lied. Zieh durch. Gute Chance, Kimmich, Kimmich im Strafraum, Kimmich. Aber immer wieder gestoppt. Immer wieder schaffen es die Kieler, irgendeinen Spieler dazwischen zu bringen. Frage, ob auch hier. Costa. Costa, Flanke kommt. Wahl. Okay, okay, wieder stellen. Wieder stellen. Der Ball in Bewegung. Wieder stellen, an den Mann. Komm. Ecke Costa. Und die Konterchance über Bartels. Als Konterspieler natürlich auch nicht unwichtig, Finn Bartels. Na, gefährliche Möglichkeit. Mehr als die Hälfte der zweiten Halbzeit der Verlängerung absolviert. Gelius wirft den Ball raus, Vandenberg. Es deutet immer mehr auf ein Elfmeterschießen hier hin. Aber vielleicht ändert ja auch Kiel noch was dran. Lee. Guter Ball. Und in der Mitte die Chance für Serra. Janni Serra. Bis zu diesem Zeitpunkt eher wenig in Aktion getreten. Nach seiner Einwechslung. Das wäre es fast gewesen. Kimmich. Hinzu, hinzu. Fabi. Mal in Bewegung. Wieder zeigen. Alles gut, ist gut. Okay, wieder. Vor, 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 Fabi. Hey, ein Achter dazu. Ein Achter dazu. Ein Achter dazu. Gut. Kimmich und Müller. Müller wieder rüber auf die rechte Seite. Alaba. Alabas Flanke nicht schlecht. Neuer. Nur noch 4 Minuten für die Bayern, um das Elfmeterschießen zu verhindern. Pavard. Und Kiel verteidigt einfach gut. Lässt wenig zu, macht die Räume eng.
Ole Werner sagte als Trainer vor dem Spiel, jetzt Achtung Alaba, legt den Ball nochmal rüber, Lewandowski. Also Ole Werner meinte, wir haben geringe Chancen, wollen aber mit einer guten Leistung diese geringen Chancen im Verlaufe der Partie etwas größer werden lassen. Das ist ihnen definitiv mal gelungen in der 117. Minute. Partiz. In Bewegung, in Bewegung. Vandenberg liegt. Habe jetzt nicht erkennen können, was der Grund war. Wahrscheinlich ein Krampf auf den ersten Blick. Müller. Zwei Kieler liegen am Boden. Aber sie gewinnen trotzdem den Zweikampf und holen den Freistoß raus. So, jetzt gibt es die Chance zur Behandlung. Sofern erforderlich natürlich. Da haben wir es nochmal. Vandenberg, ja, ich glaube ohne Einwirkung irgendeines Gegenspielers. Und Lee dann schon mit Einwirkung, nämlich jener von Roca. Aber nicht im wirklich extrem unfairen Bereich. Man sieht die Bedingungen, die nicht angenehm waren. Kiel hat jedenfalls nachgewiesen, dass auch wenn die Stadt jetzt nicht unbedingt als Schneestadt bekannt ist, die Mannschaft mit diesen widrigen Wetterverhältnissen bestens klarkommt. Kimmich. Oder kommen die Bayern doch nochmal? Costa, Flanke mit viel Speed. Vandenberg kehrt zurück. Noch 30 Sekunden, aber es könnte noch eine Nachspielzeit geben wegen der Verletzungsunterbrechung von, würde man sagen, einer Minute. Das ist durchaus im Bereich des Realistischen. Eine Minute gibt es also tatsächlich obendrauf. Letzten gut 50 Sekunden für die Bayern. Gelingt ihnen vielleicht der Lucky Punch? So wie Kiel mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit. Kimmich. Nochmal volle Konzentration defensiv bei Holstein. Roca. Ja, und dann die Chance für Pavard. Einmal, zweimal. Nochmal Eckball für die Bayern. Nochmal, aktiv zum Ball. Die vielleicht letzte Aktion dieser Partie. Aktiv zum Ball. An den Mann. An den Mann. Gut rausgeköpft. Hernandez, Ball kommt rein. Gelios nimmt den Ball jetzt auf.
Noch hat Robert Schröder nicht abgepfiffen. Jetzt aber. Wir haben das Elfmeterschießen zwischen dem KSV und den Bayern. ...120 Minuten haben nicht gereicht, um hier einen Gewinner zu küren. Es braucht also die Strafstöße. Kopfschütteln bei Hansi Flick. Das steigert selbstredend nicht unbedingt die Chancen für seine Mannschaft. Genau das, was Kiel wollte. Neuer... Ein herausragender Torhüter. Gilt das auch für dieses Elfmeterschießen? Er ist jedenfalls erstmal Richtung Kabine durchgestartet. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer fühlt sich stark, wer will die Verantwortung übernehmen, wer vielleicht auch nicht. Sowohl Hansi Flick als auch Ole Werner werden da jetzt nochmal in sich gehen und mit der Mannschaft sprechen. Für diese Strafstöße. Da haben wir Manuel Neuer. Wieder da. Bereit für die Elfmeter. So, 5 brauchen sie auch noch. Bin gespannt. Kiel hat so viel jetzt schon erreicht. Kann eigentlich nur noch gewinnen. Das ist die große Chance. Die Bayern auf der anderen Seite können sich eigentlich nur blamieren. Das wird Ole Werner ihnen wahrscheinlich jetzt nochmal mitteilen. Gut zu hören. Das holen wir uns. Viel Krach, viel Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade hören konnten, aber irgendein Spieler sagte, glaube ich, gerade, jeder Ball ist drin, Männer. Naja, wir werden es gleich sehen. Es braucht auch jetzt nochmal eine Platzwahl. Geht darum, wer beginnen darf und auf welche Seite man schießt. Das ist jetzt geklärt worden. Schützen stehen fest von beiden Trainern. Und es scheint so zu sein, als wären die Bayern diejenigen, die eröffnen würden. Das ist rein statistisch gesehen ein Vorteil. Von etwa 55-45. Historisch für die Mannschaft, die beginnt. Und Robert Lewandowski, der eingewechselt wurde, der Erste, der hier die Verantwortung bei den Bayern auf sich nimmt. Lewandowski gegen Gelius. Also, Elfmeterschießen eröffnet. Die Bayern beginnen. Lewandowski mit dem 1-0. Guter Auftakt für die Bayern durch Robert Lewandowski. Gelius hatte die Ecke. Tippelschritt Lewandowskis. War sogar noch dran, Johannes Gelius.
Wenig hat er gewählt. Er ist der Nächste, Hauke Wahl. Der Mann, der uns die Verlängerung mit seinem Tor überhaupt erst möglich gemacht hat. Gegen Manuel Neuer. Ein langer Weg bis hin zu Neuer. Wahl läuft an. Wahl 1-1. Sofort der Ausgleich. Wichtig für die Kieler. Kimmich, der Nächste. Kimmich gegen Gelios. Verzögert Kimmich. 2-1, Bayern wieder vorne. Also hoffe verwirrt nicht, dass ich das 10 wieder bei 0-0 begonnen hatte. Ist aber einfacher, glaube ich, für uns alle, als wenn wir die zwei Tore da immer wieder raufaddieren. Oh, man sieht, wie der Wind hier weht. Aslan, der Eingewechselte. Tritt an gegen Neuer. Ach, mit Aslan. Aslan verlädt Neuer. 2-2. Bislang geben sich beide Seiten keine Blöße. Auch hier. Gut verwandelt. Und da fällt so viel ab bei jedem einzelnen Strafstoß. Müller der Dritte. Gelius hatte bislang beide Male die Ecke. Dieses Mal nicht. Und Müller verwandelt souverän. 3-2. Nochmal zur Erinnerung. Das letzte Mal, dass die Bayern ausgeschieden sind in der zweiten Runde, war im Elfmeterschießen. 2000-2001 gegen Magdeburg. Jani Serra hat sich das Leder geschnappt. Die Spieler zittern vor Nervosität und vor Kälte. Beides trifft heute zu. Serra gegen Neuer. Serra verzögert und bringt den Ball dann platziert in die Ecke. 3-3. Neuer so nah dran wie bei keinem anderen Strafstoß bislang. Der Nächste ist David Alaba. Auch er eingewechselt. Alaba. Alaba. Ja, stark. Zwar Gelios dieses Mal wieder in der Ecke, aber hatte sich eher für einen hohen Ball entschieden. Wenn er mit dem Flachen gerechnet hätte, ich glaube, dann wäre er noch anders abgetaucht. Jae-sung Lee. Wenn er nicht trifft, haben die Bayern einen Matchball. Beziehungsweise eigentlich sogar zwei Matchbälle. Lee gegen Neuer. Gleich ist es soweit. Ball bleibt liegen. Fast schon Verhältnisse wie auf den Färöer. Lee. Lässt sich kurz Zeit. Geht in sich. Lee verlädt Neuer. Vier beide. Und damit ab jetzt im Prinzip jeder gegen jeden. Denn die ersten fünf enden nun mit Costa gegen Hauptmann. Dadurch, dass es aber 4-4 steht, kommt es im Prinzip auf selbe raus. Als wären wir schon bei 6-6. Costa gegen Gelios. Costa. Costa verwandelt. 5-4. Erster Matchball für die Bayern in dieser Partie. Wenn Neuer den hält,
sind die Bayern im Achtelfinale. Wenn nicht, bekommen wir Nachschlag. Hauptmann. Hauptmann, ja, souverän. Das muss man sich mal so trauen. Niklas Hauptmann schickt Neuer in die falsche Ecke. Wenn Neuer die richtige erraten hätte, hätte er ihn gehabt. Auch deshalb vielleicht der Schlussschütze seiner Mannschaft gewesen. Jetzt also die Verlängerung des Elfmeterschießens, wenn man so möchte. Marc Roca gegen Ioannis Gelios. Roca. Roca läuft an. Roca und Gelios hält. Gelios hält. Und damit die Riesenchance für Holstein Kiel, die Bayern aus dem Pokal zu werfen. Hat die Ecke. War ja schon zwei, dreimal kurz davor, den Ball zu halten, Ioannis Gelios. Jetzt also die Chance für Holstein Kiel, dieses Elfmeterschießen zu entscheiden. Finn Bartels, der Mann, der das 1-1 erzielt hat, tritt an. Bartels gegen Neuer. Bartels, Kiel ist weiter. Holstein Kiel bezwingt die Bayern im Elfmeterschießen in der zweiten Runde des Pokals 2020-2021. Die Sensation ist perfekt. Holstein Kiel darf sich feiern lassen nach einem sensationellen Auftritt gegen die Bayern. Was für Emotionen. Das ist Pokal pur. Und deshalb auch ein weiterer DFB-Pokal-Klassiker bei uns hier gewesen. Bitter für die Bayern, dieses Spiel verloren zu haben. Auf der anderen Seite macht das eben auch die Faszination dieses Wettbewerbs aus. Hoffe, Sie hatten Spaß. Bis zum nächsten Mal bei DFB-Pokal Classics bei uns. Bis dann.